Ja, jetzt kann man ja Folgendes machen. Jetzt kann man ja theoretisch auch ein Szenario 2 ansetzen und sagen, okay, pass auf, dadurch, dass ich das im Ausland so günstig beziehe, kann ich meine chirurgische Leistung ein bisschen nach oben setzen. Ja? Und dadurch ist es wirtschaftlicher für die eigene Praxis. Würde man, das wäre jetzt Szenario 2. Also das wäre jetzt, dann sagen wir mal, dann kommen wir nicht bei 2000 Euro für die Patientin raus, sondern bei 2,5. Jetzt reden wir meistens bei solchen Fällen natürlich nicht über ein Implantat, sondern es geht ja meistens um ganzheitliche Rekonstruktion. Und wie soll ich sagen? Es gibt halt Patienten, die sagen, ey, das ist mir dann immer noch zu teuer. Ja, vielleicht muss man sich auch von diesem Gedanken befreien und sagen, ey, der Patient, der geht davon aus, dass jeder Zahnarzt, die wissen schon, was sie machen. Ob ich das jetzt beim Tandon machen lasse, ob ich das jetzt beim Blattner machen lasse, ob ich das jetzt bei Herrn XY machen lasse, am Ende des Tages verstehen die alle ihr Handwerk. Ja? Und die gehen dann halt vielleicht auch ins Ausland. So, Aber jetzt würde du hast ja ich. am Anfang, du hast ja am Anfang einen ganz wichtigen Faktor gebracht. Das ist Vertrauen. Ich glaube, das ist der Faktor, der über allem steht. Ein Vertrauen, den der Patient dir gegenüber oder mir gegenüber hat. Deswegen kommen die zu uns, sonst würden sie nicht kommen. Es gibt ja noch ein paar andere da draußen, ne? Und dann kommt aber, dann gibt es bei dir so einen Cut, finde ich, und dann gehst du in Ausland. Und da Nee, fehlt nee, nee, mir pass dann das auf. Vertrauen. Da fehlt mir das Vertrauen. Und jetzt bist du ja auch schon einen Schritt weiter. Du bist ja bei Rekonstruktion, bei größeren Rekonstruktionen. Da fehlt mir völlig das Vertrauen. Bei einer Einzelkrone, da könnte ich mir vorstellen, dass das 1:1 fast rüberkommt. Aber bei komplexen Rekonstruktionen, dann halte ich das für sehr schwer. Also, es ist bestimmt auch machbar, wird ja auch Darf gemacht, ich mal aber als ich. Patient kurz was sagen? Guck mal, ich wollte dieses Szenario gar nicht so ausbauen, aber ich will dir eine Sache und ich würde gerne gleich die Gelegenheit nutzen, um eine Sache ganz klipp und klar festzuhalten, was ich vom Auslandszahnersatz halte. Aber sag mal. Ich wollte einmal nur ganz kurz aus Patientensicht. Ihr habt einmal Punkt Nummer Uno genannt oder du, Peter, den Punkt Vertrauen. Also, jetzt sind wir mal mich als Endkunde. Ich sehe irgendwo was, ob auf Influencer, Instagram-Like oder wo auch immer und sage, boah, so würde ich das gerne haben. Ich bin mit meiner Mundsituation nicht zufrieden. Aber ich habe einen Zahnarzt, der Dr. Helmut Meier. Das ist ein Lieber, aber ich möchte sowas haben. Und ich habe da so eine Anzeige gesehen oder wo immer oder ich habe da so einen Tipp bekommen, da und da könnte ich das machen. Ich finde, solche Thematiken sind oft so, da würde ich mich auch irgendwo hinbegeben, wie der Daniel schon richtig sagt. Der wird schon seine Expertise haben, der Arzt, in der Türkei, in Ungarn, wo auch immer. Und würde mich als Patient, der sich mit der ganzen Situation nicht auskennt, da schon zu hinbegeben, wenn ich wüsste, ich habe vorher beim Dr. Helmut Meier mal anfragen lassen, was mich das kosten würde. Und er sagt mir, was mich das in der Türkei zum Beispiel kosten würde. Welcher Rattenschwanz daran hängt, dieses, das kommt ja dann später bei euch, wie, ja, was ist denn, wenn was ist, wenn ihr was abbricht, wie auch immer, wer repariert dir das, wer macht ja so, fliegst ja nicht jedes Mal in die Türkei, ist, glaube ich, dann vielen in der Form egal. Ich glaube, das Vertrauen ist, wenn ich gesundheitliche Probleme hätte, ist dann bei dir. Also, wenn ich wirklich Schmerz hätte, was mache ich? Aber wenn es jetzt Rekonstruktion und Co. geht und um optische Sachen, ich glaube, da ist. Also ich glaube nicht, das sehen wir im Bereich der Schönheits-OPs und Schönheitschirurgen, da sind ja die Mädels, die da hingehen, die gehen zu einem hin, dann haben die ein Erstgespräch, empfinden, dass der kompetent wirkt und lassen sich da Nase oder Brüste oder was auch immer machen. Und nicht, weil die schon 15 Jahre zu diesem Arzt gehen, sondern die haben dann die Idee von dem, das hat war preis-leistungstechnisch okay, sie hat zwei, drei Freundinnen, die Erfahrung damit gehabt haben, die positiv waren und dann passt. Also ich glaube, das Thema Vertrauen in dem Bereich, was Auslandszahlersatz angeht, ich glaube, das ist. Wenn es um Rekonstruktion, um ästhetische Dinge angeht, glaube ich, gar nicht so relevant, würde ich jetzt als Patient sagen. Das wäre mir im Absolut, Endeffekt wurscht, absolut. oder? Peter, man muss sich auch mal von dem Szenario befreien, dass die Pat das geht ja nicht um deine Patienten, geht nicht um meine Patienten. Es geht also die vertrauensbildende Maßnahme, ja, findet, wie du sagst, teilweise online statt.
Nee, aber Peter, nochmal auf die Thematik mit sehr schön. Was Daniel halt immer sagt, mit dem Bedürfnis wecken. Genau, es ist dieses Bedürfnis da, ich kann es mir nicht leisten. Und wir haben es gerade richtig gesagt, dass qualitativ der Unterschied nicht so extrem ist. Ich kenne es halt dann immer aus dem anderen Markt, weil ich denke mir dann so ist dann mein Denken, wenn ich mir diesen Balenciaga-Pulli, um jetzt mal in diesem Metier zu bleiben, nicht leisten kann, dann kaufe ich mir keinen, statt mir einen gefakten zu kaufen. Jetzt hat Daniel natürlich bewusst gerade was gesagt, was ich so ein bisschen verstehe, und da muss man sich dann noch gefühlstechnisch reinsetzen. Hängt dein Lebensglück davon ab? Nehmen wir jetzt nochmal deine sehr schöne Frisur im Übrigen, das ist ja ein persönliches Empfinden. Du bist jetzt 44, glaube ich, bist du, Peter, 44 Jahre. 45. Entschuldigung. Bist auf einmal jetzt Single, warum auch immer, bist wieder auf dem Markt. Und Daniel hat nicht Unrecht. Und du merkst, wie bei den sogenannten Swipe-Up-Apps es nicht so funktioniert, wie es ist, weil dein Haar vielleicht doch lichter ist. Dann ist irgendwann so, dass du dann auch zu diesen Mitteln greifst und sagst, ich kann es mir nicht anders leisten, ich fliege auch in die Türkei. Und das verstehe ich auch. Und deswegen glaube ich auch, dass sie ihre Daseinsberechtigung haben. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, ich möchte aber auch das hier in Deutschland machen, weil, wie du richtig sagst, Nachsorge, Untersuchung etc. pp., das ist mir genehm. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ich kann mir nicht für 10.000 Euro die Haare machen lassen, sondern ich mache es für 3.500 woanders. Wir sagen jetzt immer die Türkei. Von daher... Die Türkei ist das, was mir so als Endkunde auch quasi werbend herangetragen wurde. Mach auf jeden Fall in der Türkei. Und würde ich nicht machen lassen. Also, aber das liegt, glaube ich, daran, das liegt, glaube ich, so da, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Grafts. Es liegt, glaube ich, daran, dass die einfach brutal viel machen. Ist schon wieder Schluss. Wir machen ja gar keine Quiz-Sachen mehr, ne? Hat jemand eine Quiz-Frage im Petto? Fände ich mal gut wieder. Nee. Habt ihr das eigentlich gesehen, dass ich in die Gruppe gepostet habe, dass sich jemand bezüglich Gewinnspiel gemeldet hat? Ah ja, für den Kochkurs. Für den Kochkurs. Ich habe auch jemanden. Ja, gut, dann haben wir doch zwei. Ja. Ja, nur, das darf nicht untergehen. Einer muss das irgendwie, muss sie irgendwie anschreiben und sagen, ja, du bist dabei. Ja, ich habe schon geschrieben, ja, du bist dabei. Ja gut, dann müssen wir uns vielleicht nochmal abstimmen, weil sonst werden aus zwei gleich vier oder zehn. Nee, zehn nicht. Aber zwei sind gut. Du hast einen, ich habe einen erledigt. Ich habe den in die Gruppe gehauen bei uns, ne? Ja. Gut, ist dabei. Ist dabei. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Kochkurs. Was dich erwartet, mein Lieber, wissen wir noch nicht. Ja, wissen wir selber nicht. Bis auf Peter weiß hier keiner was. Wir werden den einen oder anderen Säbel schwingen. Das wird richtig gut.